3, 2, 1. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Fable Anniversary Let's Play. Ich bin mal eben zurück zum Gildenmeister gegangen, aber zur Gilde gegangen, ohne es aufzunehmen, weil warum auch. Und gucken wir mal. Ich habe mich noch mal ein bisschen belesen und es heißt, dass man alles bei Stärke hochmachen muss, um dieses Schwert zu bekommen. Das heißt, hier noch zwei Stufen und hier noch zwei Stufen. Nehmen wir jetzt die Zähigkeit einmal mit hoch. Ja. Und dann gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir es ja irgendwann noch. Wir haben schon die Hauptquest der Friedhofsfahrt. Achso, okay. Kann ich zu den Grabhügelfeldern? Ach, Grabhügelfeld. Nee, aber das Tempel will ich nicht. Muss der jetzt wieder hochlaufen? Chili. Tatsache, über Bowerstone ist nicht weiter. Ah, teleporten wir uns zu. Bowerstone. Sende nicht faul oder so. Nee. So. Nebenbei kommen wir nochmal bei unserer. Ach so, tolle Ehefrau vorbeigucken. Ist sie eigentlich? Ach, da ist er ja. Guten Tag. Viel Spaß noch, ja? Ja, ihr habt ganz schön abgenommen. Hey, jetzt läuft die weg. Frau, bleib stehen. Wir sind doch glücklich miteinander, oder nicht? Doch. Ja, ihr habt ganz schön abgenommen. Diamanten. Benutzen. Bitte schön. Das ist sehr nett. Danke. Oh. Das ist ja nett. Danke. Leck mich. Hey. So. Vollkommen ohne Emotionen. Oh, cool. Ein Diamant. Jetzt habst du schon Tausende von denen, die einen Keller hätte. Gut, vielleicht hat sie das auch. Das ist mir egal. Es geht darum, dass ich mal wieder an sie gedacht habe. Ihr habt in der Tat abgenommen. Was soll das eigentlich heißen? Hier sind mal viele Gegner. Auf geht's. Können wir eigentlich angeln? Nein. Also nichts Besonderes ist da. Zombies? Dass wir mit zwei Schlägen down sind. Okay, das ist ein großer, er braucht 4. Hey. Aua. Na komm, steh auf. Oh, verdammt. Ich will doch noch rennen und nicht die ganze Zeit so stark zuschlagen. Geld. Geld ist immer schön. Nein. Gedodged. Oh, ist da ein Troll? Habe ich das jetzt richtig gehört? Oder? Ach nee. Aua. Mhm. Es ist schön, dass ich eigentlich nur ihn angreifen will, aber alles um ihn rum angreife. Hier. Kommt her, kleine Erfahrungspunkte. Hast du hier oben noch ein Zombie? Ist der im Haus? Stimmt, in dem Haus war ich nicht drin vorhin. Sorry. Aua. Hör auf. Oh, ich hab das Fenster kaputt geschlagen. Oh. Also richtig viel. Oh, ein Stärketrank. Sehr schön.
brauche Stärke noch. Gib es bald. Wo geht's eigentlich hier lang? Waren wir da schon? Na komm, steh auf. Scharfrichterhügel. Ach ja, 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 ja. Da waren wir schon. Da haben wir doch mit Donner gekämpft, oder? What the fuck? Und denen ist eben noch Zombies? Aua. Zack, Kopf ab. Ich gehe kurz aus dem Gebiet raus, gehe wieder rein, dann stehen hier Banditen rum. Warum? Das verstehe ich nicht. Oh. Wir waren ja eben da unten. Hier oben ist eine Kiste. Stimmt, als ich mit ihnen kämpft hatte ich keine Zeit, die Kiste aufzumachen. Ja. Flammenfest. Oh. Juicy. Was gibt's hier oben? Oh, nett. Kann man jemanden hinrichten? Gut zu wissen. Oh, hier gibt's eine Tür. Will denn die von? Wo ist denn die? Da hinten. Kommen wir da hin? What the fuck? Ich will zu der Tür. Ach, diese. Oh mein Gott. Lasst mich in Ruhe, Pustelgesicht. Ich öffne nur für Nostro. Den alten Hüter der Tür. Nicht für euch. Und nicht für den stinkenden Totengräber. Für Nostro? Wer ist denn Nostro? Naja. Hallo? Die Friedhofstore sind verschlossen. Der elende Trottel da drin macht einfach nicht auf. Da ich nicht rein kann, ziehe ich besser weiter. Der Totengräber ist ein Volltrottel. Ist er das? Ach, hier gibt's so einen schönen Punkt. Sehr schön. Oh, das ist dumm. Die Tore sind abgeschlossen. Ich würde mir die Mühe sparen. Der Totengräber macht nicht auf. Er sitzt nur in der Hütte und spricht mit seinem komischen Freund. Ah, oh, jetzt habe ich aber genug. Ich hau ab. Oh, tschüss. Ja, gehen wir mal in die Hütte. Ihr habt einen ganzen Satz. Das muss doch ein Vermögen wert sein. Ja, ich habe die Krypta aufgeknackt. Und da lag das Zeugs einfach so rum. Ihr solltet es besser verstecken, damit es niemand stiehlt. Keine Sorge. Hab's überall auf dem Gelände verteilt. Das findet niemand. Nicht mal die Untoten, die überall rumkrauchen. Das Einzige, was ich nicht mehr verstecken konnte, bevor sie kam, war der Helm. Momentan ist alles in Ordnung und ich halte die Tore verschlossen, bis ich alles verscherbeln kann. Psst, was war das? Da draußen ist doch jemand. Ich verschwinde lieber. Ah, okay. Raus aus meinem Haus, verdammter Bauernlümmel. Alles klar, ich gehe ja schon. Ich wollte nur einen Platz zum Schlafen.
Tschüss. Aha. Ah, hallo. Unterwegs im Auftrag der Gilde, hä? Ihr wollt wohl durch die Tore des alten Königreichs. Tja, die sind seit Generationen nicht mehr geöffnet worden. Nur Nostro, der Torwächter, soll sie öffnen können. Der alte Nostro ist aber vor ein paar hundert Jahren abgekratzt und da hat er sein Geheimnis mit ins Grab genommen. Schätze, ihr wollt auf den Friedhof? Na, dann gehen wir mal. Das im Hintergrund von Ihnen, war das der Helm von den Nostro? Vielleicht, oder? Nostros Krypta liegt am anderen Ende des Friedhofs, jenseits des Flusses, oben auf dem Hügel. Seht, die Untoten erheben sich wieder. Ich hab euch gewarnt. Ja gut, die Untoten sind jetzt nicht das Problem. Muss ich hier auf alle Fälle mal abseits. Ah, mein alter Karren. Ich sollte wirklich mal das Rad machen. Abseits der Quest hier mal hinkommen und die Rüstung sammeln. Vielleicht kann ich die dann auch sogar abkaufen. Aber. Cool wäre es auf alle Fälle. Eine Rüstung, ein Helm, mein Schild und mein Speer. Bringt mir das, sei euch Durchgang gewährt. Das ist die alte Königreichgruft. Da gruselt sie mich immer. Als ob der Scheiß hier immer noch lebt. Ich kann diese Ranke nicht allein schneiden. Was gibt's hier Schönes? Angelrute. Yay. Sprechende Skelette? Ihr seid ja irre. Kann ich das Zeug dann anlegen, wenn ich das habe? Dann würde ich nämlich mal... Was? Ach, Lady Philorin. Oh, ich habe gedacht, Lady Grey. What the fuck? Nostros Rüstung. Oh, haben wir jetzt auch noch was? Ach so, klar. Ihr könnt. Ja. So, wo ist denn? Quatsch. Muss ich hier fischen? Nachdem die ganzen scheiß Viecher hier weg sind. Ist aber gut hier. Das war knapp. Und... Ja, jawohl. Hey. Nostros Schild.
sieht schon extrem geil aus, das Zeug. Meine Güte. Immer beim Aufnehmen muss ich niesen oder so. Da läuft mir die Nase, das ist schlimm. Aua. Oh, what the fuck? Das hätte in die Hose gehen können. Zack und zack. Hammer Sentis. Gott, diese ganzen Zombies. Vor allem sind so übelst easy zu besiegen. Aber ich geh jetzt hier runter. Das ist voll Spinnweben. Und Silberschlüssel. Nice. Geh weg. Muss jetzt hier irgendwo graben. Diese Gräber sind uralt und seit Jahren unberührt. Tja, jetzt nicht mehr. Woher wusstet ihr, dass das da vergraben ist? Ich hab ein Gespür für sowas. Ups. So, jetzt müssen wir noch zu denen sein Haus. Ups. Dieser Weg führt eigentlich nirgendwo hin. Ja, eigentlich. Hey, Gott. Ist aber gut hier. Wow. So, da bin ich wieder. Typisches Aufnahmephänomen. Oh, hier ist was zum Fischen. Wird zwar nicht zur Rüstung gehören, aber ist ja erstmal egal, ne? Schnell reinholen. Schnell. Los, jetzt aber. Oh. Sag mal. Wenn das nichts Gutes ist. Oh, auch ein Silberschlüssel. Okay. Hat's gelohnt. Oh mein Gott, ist der tot? Naja. Ein Schlag von so einem Zombie? Oh, ein Spaten. Habe ich ja alles hier gefunden, was ich für die Mission bräuchte. Die Säge. Nostros Helm. So, guck mal, wo ich das Zeug anlegen kann. Nein. Kann ich. Ups. Ah, hier ist der Schatztipp. Eure Belohnung ist am Ende eures Weges vergraben. Tut, was ihr sollt, so werdet ihr Glück zwischen Holz und Ballen haben. Aha. Ist stark genug, den gröbsten Angriff zu widerstehen, aber ein dünner Rostschild zerfällt beim Anfassen zu Staub. Kann ich das irgendwie zuordnen? Wenn ich das jetzt... Warte mal, ich kann es auch benutzen. Ich geh mal hier hin. Ist das nicht gerade zugeordnet?
Mal gucken, ob das geht. Hier war das. So. Nur das alte Gerippe Nostro kann mich öffnen. Das war ja gemein. Na. Wo ist denn das Zeug hin? Manu. Ich hab gedacht, ich kann das anziehen, aber es geht ja auch nicht. Vor allem weiß man ja auch, nicht angezeigt wird. Mal kurz hier gucken. Ist da irgendwas Cooles? Nee, schade. Meine Rüstung, mein Helm, mein Schild und mein Schwert. Ach so, ist jetzt die Tür da hinten auf. Ach, oh Gott. So, ihr habt dem Alten also die Rüstung zurückgebracht. Dann lasse ich euch durch, aber Vorsicht. Ich will hinterher nicht eure Fingerabdrücke auf mir finden. Wow. Ja, ich box sie zu Tode. Gott. Ganz schönes Begrüßungskomitee hier. Aua. Ist aber gut hier. Ich meine, man kann schön... Aua. Ist aber gut hier. Wie viele sind das noch? Au, 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 au. Naja, wie gesagt, ein Vorteil hat's, man kann hier schön Erfahrung sammeln. Aber. Zum Teufel. Ja, warum nicht, ne? Das irgendwann auch auf. Was zum Teufel? Was haben die sich dabei gedacht? Ups.
Der unendliche Kampf. Ihr scheint den Kampfmultiplikator gemeistert zu haben. Ja, also mal 33. Scheiße, viel Erfahrung. Das ist der Hammer. Nehmt ihr das böse, wenn ich das jetzt mal gerade ein bisschen ausnutze, aber... Oh, es ist vorbei. Mann, 39. Ihr seid hier nicht willkommen. What the fuck? Stimme kommt. What the fuck? Kehrt um, solange ihr noch könnt. Nein? Will ich nicht. Du bist Erfahrung und Macht. Hey, wie wird mir noch ein Gegner angezeigt? Achso. Wir lassen euch nicht weitermachen. Doch. Ich denke schon. Hütet diese Tür und ihr dürft nicht durch. Das ist jetzt nicht so das Problem, ich hab's vorhin schon mal besiegt. Na komm, steh wieder auf. Hab ich jetzt. Ich hab nichts gedrückt. Warum ist die Sequenz jetzt weg? Kreis der Toten. Einlaufen. Achso, die werden, die können erst angegriffen werden, wenn sie jetzt drin sind, okay. Lass mich in Ruhe da hinten. Was? Das war's? Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Cool. 10 Silberschlüssel. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Nee, muss ich nicht, weil hier geht's ja weiter. Aber bevor es da weitergeht, werde ich diesen Part erstmal beenden. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen und wir hören uns im nächsten Part. Ciao.